Tag 7. Ja, der gestrige Tag war Bullshit. Ja, wir sind in die Stadt rein, haben ein bisschen eingekauft. Ich habe zwar angefangen aufzunehmen, habe aber den Teil dann wieder gelöscht, weil es sich nicht gelohnt hat, daraus einen Content rauszuzaubern. Genau. Ich wollte auch in Ruhe ein bisschen kurz einkaufen, dass ich das, wenn ich mal was gekauft habe, genau. Den Teil habe ich auf jeden Fall erledigt. Heute fahren wir nach Unie. Wir haben, glaube ich, vor, wenn wir es hinkriegen, ein Bankkonto zu öffnen, dass wir einfach regelmäßig in die Türkei auf unser eigenes Konto halt ein bisschen Geld senden, sei es für Urlaubsgründe oder auch für Investitionsgründe. Ich denke da ein bisschen anders als die anderen. Ich denke ja so, ich überweise Lira, also 2 Euro, aber es soll Lira sein und lasse das einfach drauf. Und wenn sich über die Jahre der Kurs halt dann verbessert, habe ich halt dann Profit gemacht und habe keinen mehr eventuell in der Türkei, wenn ich das halt regelmäßig mache. Was machen die? Meisten denken halt ein bisschen kurzfristig und sagen, ja, ja, in 1-2 Jahren. Ich denke langfristig, Leute. Ich werde jetzt nicht morgen, weil ich 28. Und wenn ich mir dann ein bisschen überlege, hey, ich allein wenn der Kurs droppt, also positiv, in die positive Richtung droppt, also die Lira praktisch mehr wert wird und ich da regelmäßig einzahle, kann sein, dass das Geld sich verdoppelt, verdreifacht, was auch immer. Warum? Weil hier kosten allein Grundstücke, hier kosten Grundstücke um die 50.000 Euro und darauf noch ein Haus bauen und das ist ein Haufenweise Kohle und wenn ich da regelmäßig was spare, ist es ein Ziel. Deswegen werden wir uns ein Konto eröffnen. Ich werde trotzdem meinen eigenen Investitionsplan vorgehen, weil ich da ein bisschen Ahnung habe, wie das Ganze langfristig funktioniert. Viele Leute denken jetzt zu kurzfristig. Weißt du, wie ich meine? Denken zu kurzfristig. Langfristig heißt mindestens bei sowas 5 Jahre und nicht irgendwie 2 Jahre oder so und danach ändert sich es irgendwie, sondern die denken einfach nicht langfristig. So, und da hat es doch ein bisschen ein paar politische Gründe im Hintergrund, warum ich das genauso mache und so im Sinne von türkische Insiderwissen. Genau. Wie dem auch sei, das ist erstmal Plan. Mal schauen, was wir noch machen. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen shoppen, irgendwas offen, weil wir heute ist Montag, nicht Sonntag. Gestern war ein bisschen schwer. Viele Läden hatten zugehabt und deswegen werden wir das probieren. Genau. Jetzt mein Vater füllt beim Wohnmobil das Wasser neu nach und hat es ein bisschen ausgeleert. Und ja, deswegen werden wir da ein bisschen gleich losfahren. Wird auch eine Weile dauern. Und dann sehen wir uns dann unterwegs, wenn wir in Unie dann wieder ankommen. Also haut rein, bis gleich wieder. So Leute, wir gehen jetzt ins Krankenhaus in Fazza, wegen der Rückreise und dem PCR-Test, den wir ja brauchen für die Rückreise. Anscheinend muss selbst mein Bruder einen PCR-Test machen, obwohl er geimpft ist, weil anscheinend Turkish Airlines das verlangt, was eigentlich keinen Sinn ergibt, weil man geimpft ist, aber naja, das werden wir machen. Wir konnten oben nicht parken, jetzt müssen wir den ganzen scheiß Berg da hochlatschen, weil da einfach zu viel Action oben ist. Deswegen fatzen wir jetzt nach oben hoch und werden den Test irgendwie Termin machen, Test am Freitag. Wir haben jetzt Montag und am Freitag fatzen wir wieder zurück nach Deutschland und ich glaube 72 Stunden vorher muss man einen Test machen. Wir müssen noch die Einreiseformular für die deutsche Regierung ausfüllen, dass wir wieder zurückkommen und bla bla bla. Voll die Politik. Naja, wie dem auch sei, wir latschen das mal jetzt hoch und dann sehen wir uns. So, ja, oben im Krankenhaus konnte ich leider nicht filmen. War ein bisschen stressig und voll. Also wir haben uns erkundigt. Ja, wir kommen am Mittwoch nochmal, machen den PCR-Test. Und dann kriegen wir irgendwie die Antwort, so ähnlich wie in Deutschland, halt per E-Mail oder sonst. Oder wir kommen nochmal hierher und fragen halt nochmal nach, wie die Ergebnisse sind. Positiv, negativ, was auch immer. Genau, ja, das ist der Plan. Jetzt fahren wir wieder weiter nach Unie und gucken mal,
was willst du machen? Wie gesagt, vielleicht eventuell, wenn es funktioniert, Bankkonto öffnen. Und ja, wird ein bisschen stressig jetzt. Ich bin ein bisschen in Laune unten, weil es gerade Unstimmigkeiten gibt bezüglich meinem Bruder, weil er eigentlich geimpft ist und anscheinend muss er trotzdem PCR-Test machen, was eigentlich vollkommener Bullshit ist, weil der Typ ist geimpft, vollständig geimpft, also der Johnson & Johnson und fertig ist. Und eine Spritze reicht und fertig, wozu PCR-Test machen. Das werden wir auch noch klären, ich halte euch auf dem Laufenden. Ansonsten, jo, peace. So Leute, jetzt sind wir wieder angekommen in Unier. Und wir haben hier gleich einen Bekannten, den ihr eventuell schon kennt, der mir gleich was andrehen will. Der Kollege da. Ich bin gerade aus dem Auto ausgestiegen, will mir schon gleich was andrehen. Wir uns gleich was andrehen. Alter, was ist hier los? So, jetzt Licht, perfekt. Jo, wir gucken jetzt hier nochmal was und dann ich guck mal schauen, ob ich was handeln kann, aber ich glaube ja nicht. Also Leute, wir sehen uns gleich. I'm buzzing, let's drink up. You deaf look like big fun. Come on, let's get it on. Like that one Finn Gay song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we. Leute, wir haben jetzt erstmal einen kurzen Stopp gemacht, sind ein bisschen Dinge mal rumgelaufen. Mein Vater hat nochmal Garnwolle für meine Oma besorgt, weil die einen Schal strickt, keine Ahnung, wie man es jetzt ausspricht. Ja genau, ich habe mir jetzt entschieden, nochmal Unterwäsche nochmal mehr zu kaufen. Ja, weil T-Shirts habe ich genug, Hosen hole ich mir lieber aus Deutschland. Ja, ich habe mir eigentlich schon genug Unterwäsche geholt und Socken und so Zeugs halt. Aber ich dachte so, je mehr, desto besser. Ja, einfach auf Reserve haben, ist immer nicht schlecht. Und ja, genau. Das werde ich jetzt dann auch organisieren, falls ich irgendwie Zeit finde. Und dann lasse ich euch auf dem Laufenden, was wir sonst noch hier haben. Ja, bei mir wird es jetzt langsam eng mit Content, weil sonst wird es immer der gleiche Scheiß. So halt, ihr seht mein Gesicht, ich gehe von Stop zu Stop. Und ja, deswegen überlege ich gerade, wie ich nochmals auf die Reihe kriege. Wahrscheinlich wird es dann die Tage weniger Content am Tag, weil es sonst immer aufs Gleiche hinausläuft. Und ja, sobald ich eh zurück bin, werde ich dann wahrscheinlich eh gefiltert haben, was in dem Clip vorkommt und was halt nicht. Und ja, deswegen, Leute, wir sehen uns. Ich halte euch, wie gesagt, wie immer auf dem Laufenden. So Leute, wir sind jetzt kurz an einem Kaffee, essen noch ein bisschen Toast und dann war es das mit Ihnen hier. Dann fahren wir wieder zurück. Mein Akku verreckt gleich, deswegen wird es erstmal vorerst, bis wir wieder zurück sind, der letzte Clip. Und dann sehen wir uns später, wenn wir zurück oben im Dorf sind. Haut rein, ich lasse euch auf dem Laufenden.
So Leute, wir sind schon eine Weile zurück. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 20 vor 10. Wir haben jetzt gegessen, sind zurück. Mein Akku war leer, wie ich vorhin auch gesagt habe. Wir sind dann noch kurz nochmal zu Fazer gegangen, nochmal kleine Besorgungen erledigen. Mein Vater wollte nochmal was kaufen gehen. Und ja, dann sind wir zurück, wir haben gegessen. Wir werden jetzt nochmal ein bisschen mit meinem Bruder noch einen Film gucken, ein bisschen chillen, was trinken. Und ja, ich denke mal, ich mache das für den heutigen Tag, mache ich einen Cut rein. Ich denke mal, ab heute ist jetzt genug Content drin. Ich würde jetzt nicht natürlich aufhören, wenn was Spezielles reinkommt, weil ich es natürlich mit reinbringen. Aber ich bezweifle, dass irgendwas großartig kommen wird. Das wird immer der gleiche Scheiß. Also, mein Bruder sagt, ich soll die Zeit hier irgendwie genießen, aber ich bin es gewohnt von Deutschland. Wenn hier Cousins wäre, wäre immer ein bisschen was anderes, aber wir sind halt jetzt nur zu zweit. Und klar, wir sind bei Oma und Opa, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag mit denen was unternehmen. Ich bin eher so der Mensch, der will immer was unternehmen. Und deswegen wird es ein bisschen für mich langsam langweilig. Ja gut, morgen ist mein Geburtstag. Mal schauen, was ich da aufnehmen kann. Genau. Aber ansonsten vom Rausgehen, sonstigen Kram werde ich wahrscheinlich eher nichts mehr aufnehmen. Vielleicht mache ich nochmal, wenn das Wetter gut mitspielt, eventuell mit meinem Bruder einen kleinen Rundgang hier im Dorf, die Straße runter oder sowas. Er hält die Cam oder sowas und dann, keine Ahnung, ein bisschen rumzeigen. Ja, werdet ihr dann auf jeden Fall sehen. Ich mache dann jetzt einen Cut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Clip. Haut rein, bis später vielleicht. Nothing can break me.